Chapter 13. Bread and Circuses. Brot und Zirkusse? Okay. Wow, Wartezeit. Yo, Bob! Wo ist das Kolosseum? Sag mal. Also, ihr solltet wirklich zu diesem Kolosseum gehen. Aber wohin? Achso, hier lang. Ah, da konnten wir vorher nicht durchgehen. Jetzt können wir da entlang. Aber wenn wir da eh unterwegs sind, ne, dann frage ich mich, okay, den anderen Weg können wir nicht mehr gehen. Was die Händlerin Neues hat. Hallo, haben Sie was Neues für mich da? Epidemie, das scheint irgendwo. Verbreitet Statuseffekte unter den Gegnern. Leidet ein Gegner unter einem Statuseffekt, springt dieser Effekt auf alle seine Verbündeten über. Oh, supportmäßig, nice. Aber nicht so das Prallste. Stachelfalle. Fügt allen Gegnern rüstungsbrechenden physischen Schaden zu und kann Blutung auslösen. 35% Chance. Naja, jetzt nicht das Geilste der Welt. Zu geringer Schaden. Und Blutung eine Chance für 35 ist ein bisschen sehr wenig. Unterkühlung. Verringert die Frost- und physische Abwehr eines Gegners. Das ist sehr... Ja. Interessant für 0. Das könnte man mitnehmen als Support, aber... Da haben wir direkt auch Angriffe, die es können. Das heißt, braucht man nicht großartig. Faustguillotine. Ja. Faustguillotine. Ich weiß nicht. Also irgendwo sparen wir uns das Geld lieber dafür, würde ich sagen. Ne? Hast du neue Waffen? Oh ja. Neue Waffen. Oh, die sind teuer. Funkenkodex. Kettenblitz. Flammenkodex. Flammenstoß. Sicherheitskodex. Barrierefeld. 50%. Phalanxstulpen. Mit Wächter, Wasserstrahl oder Kantenhieb. Fügt einem Gegner physischen Schaden zu und lässt ihn zurückschrecken. Oh, cool. Okay. Also 100% Chance drauf. Und was ist hier? Flammenstoß. Trifft zufällig Gegner 50% magischen Feuerschaden. Trifft einmal für jedes in dieser Runde gegen den Gegner verwendete Schadenselement. Oha. Okay, kann dreimal treffen. Feuer, Eis, Elektro. Oi. Ja, das ist ja. Das ist nicht wenig, das bei rumkommen kann, aber dann muss man ein Deck spielen, was ziemlich offensiv ist, mit allen möglichen Elementen drin, was sich nicht lohnt. Es lohnt sich eine Sache da. So, was habt ihr denn? Schurkenwaffen. Das ist. Pestizid. Belegt alle Gegner 3 Runden lang mit Gift. Krass. Okay. Das ist nicht schlecht. Und ein bisschen stärkere Banditenwaffe für weniger Magie, aber mehr Stärke. Wenn man draufhauen mag. Gezackter Zweihänder. Ich habe doch erst im letzten Part eine neue Waffe gekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Shit. Feuer und Flamme. Fügt dem Gegner 75% Stärke als Feuerschaden zu und erhöht Amelies Feuerschaden 3 Runden lang im Eindrang. Oh. Das brauche ich. Könnte mir sagen, was er wollte, aber das brauche ich. Was haben wir da unten noch? Interessante Reihenfolge eigentlich, wie es aufgerät ist. Flinkheit mit dem stummen Mangetsu oder dem Spießmangetsu mit dem Klingenhagel. Klingenhagel ist besser, weil wir es auf Elektro trennen können. Das bringt zwar einen Angriff mehr, aber das ist einfach wesentlich angenehmer. Für mehr Schaden, der dabei herumkommen kann, das wäre super toll. Was hast du Neues so hier vorne versteckt? Nix. Ich glaube, ich nehme das mal mit. Ja. Die anderen, ja gut. Der einzige, was noch was bräuchte, wäre eigentlich Ihmchen hier. 20% mehr. Ist ja schon mal was. Während die anderen gut ausgerüstet sind. Karten aufwerten. Haben wir kein Gold oder keine Materialien für. Leider. Ich meine, ich hätte ja gerne aufgewertet hier das heiße Eisen, ne? Aber man kann es nicht anschauen, was es bringt. Leider. Leider. So, allerdings müssen wir uns auch nicht mehr buffen, ne? Für mehr Feuerschaden? Nö. Wir brauchen keinen Buff mehr von ihr. Doch, weil es alles erhöht, was wir machen mit Feuerschaden.
Das wird geil. Meteorsplitter, Gesellenabzeichen? Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht ablegen. Kopernika, ne? Lass mal hier Galio zurück. Und machen wir eine ganz interessante Sache. Ja. So, du hast momentan unseren ganzen Schaden mit dem Windgott-Trommel. Und du nimmst dann einfach mal... wollen wir es denn? Gesellenabzeichen wieder rein. Du machst unser... ein bisschen supportenmäßig, ne? Minimal. So ein kleines bisschen. Decks mal aufreihen. Heißes Eisen, Abfangmanöver, feuriger Schlag. Genauso wie es sein soll. Könnte man natürlich noch ein bisschen erhöhen. Indem wir hier schauen. Brandgefährlich. Glaskanone, Zweifel, Feuersäule. Glaskanone können wir rausnehmen. In der Regel und Zweifel auch. Machen stattdessen rein. Weiteres brandgefährlich, um zu kombinieren. Und einmal. Eine weitere Feuersäule. Nee. Oder? Ein Elementarschild? Nee. Doch. Eine Feuersbrunst. Und du hast ja schon das, was brauchst. Gut. Aktive Truppe. So sieht's besser aus. Das wird so ein schöner Schaden sein. Oh, es wird so ein schöner Schaden geben. So einen schönen Schaden. So, auf zum Kolosseum. Hallo? Oh, eine Ritterrüstung. Versus. Die Menge wird langsam unruhig. Wo ist dieser Schwindler? Hi. Hey, bist du der Kolosseumsdirektor? Bob hat uns gesagt, dass... Moment mal, hast du gerade Bob gesagt? Dieser verlogene Schlangenbeschwörer sollte lieber bereits unterwegs sein. Er schuldet mir einen Drachen. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Der ist tot. Was? Aber ich brauche einen Schlussakt für meine Abendveranstaltung. Hey, ihr seht mir nach einer harten Truppe aus. Deshalb sind wir nicht hier. Bob meinte, du könntest uns sagen, wo das Necromotorikon vergraben liegt. Nun ja, das ist nicht gerade die Art Auskunft, die man umsonst rausrückt. Aber ich sag euch was. Wenn ihr mir bei ein paar Kämpfen aushebt und einen spannenden Tag veranstaltet, ne? Du da, der große grüne Bursche. Wie würde es dir gefallen, ein hochqualitatives, hautenges Kostüm mit Drachenschuppenmuster zu schlüpfen? Was für eine Veranstaltung soll das doch gleich sein? Oh, ist ganz einfach. Du musst bloß ein paar Einheimische auf die unterhaltsamste Weise aufmischen. Wir werden nicht gegen irgendwelche Einheimischen antreten. Gib uns erfahrene Kämpfer, Söldner, Mörder, was auch immer. Das lässt sich einrichten. Ihr werdet gegen den übelsten Abschaum weit und breit antreten. Und wenn wir siegreich sind, erzählst du uns, was wir wissen wollen. Ich mag das die Kleine. Abgemacht. Unsere Helden betraten die Arena bereit, sich ihren Gegnern zu stellen. Ja. Buh, erstmal im Hintergrund. Buh. Hier ist nichts versteckt, gar nichts. Da ist eine Hand. Okay. Wir können nirgendwo entlang, okay. Betretet einfach das Kolosseum, sobald ihr bereit seid, ne? Okay. Na dann, ab ins Kolosseum. Meine Damen und Herren und alle anderen da draußen, willkommen in unserem Kolosseum. Hier fliegt die nächste Faust bestimmt. Wir haben eine kleine Änderung in unserem heutigen Programm, die selbstverständlich zu ihren Gunsten ausfällt. Anscheinend eines langweiligen, berechbaren Drachen präsentiere ich Plan B und die Weisen. Sind wir das? Redet er von uns? Haltet nicht zurück, möge der Kampf beginnen. Das kann was werden. Hey, es sind Goblins. Wer hätte das gedacht? Arkan. Ja, super. Das kann was werden. So, wollen wir draufhauen. So richtig draufhauen. Und man hat Feuersäule weg, die haben eh eine Feuerresistenz. Ja, so viel dazu. Ja, doch, super.
und komme mit Klingehagel direkt hinterher, der einen schönen Elektroschaden anrichten wird. Vielleicht reicht es ja sogar. Es könnte für deinen reichen, wenn er alle trifft. Das ist eine Menge Schaden. Das gefällt mir sehr. Gut, der eine ist raus. Den müssen wir eigentlich nur noch einmal anditschen. Wie wär's mit Flampatsch weg? Brandgefährlich. Oh. Brandgefährlich, sagt sie. Warum eigentlich nicht? Das passiert. Und passt. Das sollte er auch nicht überstehen können vom reinen Schaden, den wir anrichten. Uiuiui. Ja, hat nicht gepasst bei ihm. Ich hoffe, es ist kein Kampf, wo die Gegner nach und nach wirklich reinkommen. Denn das könnte sonst ein großes, großes Problem werden. Feuer und Flamme. Plus 2. 300. 10. 301. Auf Wiedersehen. Gut. Kampf Nummer 1 wäre geschafft. Ein bisschen mehr Glück für Oryk. Hm, okay. Hervorragend. Genauso möchte ich das sehen. Gute Unterhaltung für die ganze Familie. Erhöhen wir die ein bisschen die Einsätze. Runde 2. Kämpft. Ah, ja, ein bisschen die Einsätze. Ja gut. Das sind nur eine Naga mehr. Okay. Eine Naga ist da kein Problem. Die kriegen wir umgehauen. Aber vielleicht sollte ich die Strategie mal ein bisschen ändern. So. Und so. Und so. Nee. Das ist doch ein Witz. Nicht das, was ich haben will. Wir müssen die Naga auf jeden Fall weghauen. Na dann. Eins. Zwei. Drei. Eigentlich die falsche Reihenfolge. Ich hätte den EI-Hieb zuerst machen müssen. Der hätte dann mehr Schaden gemacht. Aber je mehr Gegner es sind, desto mehr böse, bösen Schaden richten die an. Nicht gut. Barrierenfeld. Sollte ich das aushalten? Nein. Gut. Barriere fürs Überleben. Doppelgänge, aua, aua. Gift. Okay. Abfangen. Ich meine, feuriger Schlag. Wir machen das mal den oberen weg. Heiß. Und ja, Hieb weg. Brandgefährlich. Oh. Hm. Ne, wir machen doch eher Schaden. Komm schon. Komm schon. Ja gut. Machen wir so drauf. Feuer und Flamme hinterher. Eins. Feuer. Abgefangen. Schick. Schick, 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 schick. Und jetzt das Ganze nochmal mit einer wunderschönen Einlage. Das kommt weg. Das kommt weg. Das ist sehr schön. Das müsste reichen. Das wird reichen. Der wird weg sein. Ah, für den Fall fällt er gerade den oberen an. Falls es überleben sollte. Er überlebt es. Wow. Dreifache Stärke auf Feuer. Ah, das ist super. Das ist doch herzallerliebst. Das Geist des Windes. Der Sturmbringer. Sturmschlag. Das wird er nicht überleben. Mein Beileid. Das hätte er selbst vor vollem Leben nicht ausgehalten.
nie und nimmer. Wow, wer hätte das kommen sehen? Ich auf jeden Fall nicht. Aber ist noch nicht vorbei. Runde 3. Kämpft! Ach du heilige Großer. Okay, wir müssen erstmal den einen Kleinen eigentlich loswerden da unten. Oder die Nager. Machen wir jetzt die Kleine weg. Die Kleine, den Kleinen. Flammpeitsche, Flammpeitsche würde auch gut klappen. Machen wir die Nager weg. Gehen wir jetzt Barrierenfeld. Das ist gerade sehr wichtig. Eventuell muss ich eine Runde heilen. Ah, keine Verbrennung. Das ist ein bisschen doof. So. Oh oh. Jau. Aua. Ach, giftige Säcke. Ihr seid jetzt richtig mies. Okay. Wir müssen erstmal hier irgendwie was loswerden. Heißes Eisen, heißes Eisen. Es könnte reichen, wenn es zweimal so geht. Auf sie und dann mit einem zerzen dritte Angriff. Ja gut. Mit dem Klingenhagel nach hinten jetzt auch gereicht. Vier mal auf den unteren? Wow. Gute Snackpause. Doppelklinge. Au. Okay. Das wird eine Runde werden, wo ich mal heilen werde, denke ich mal. Ja, ich muss auf jeden Fall heilen. Na, wo ist das Item? Da ist das Item. Hauen wir mal eine Reparaturfiole rein. Auf Amelie. Werden dann einmal den restlichen Zug machen mit einem Aufsetzen. Oder? Mach so. Wir machen so. Ein Crit wird den vielleicht sogar rausnehmen. Greif bitte unten an. Dankeschön. Au. Amelie? Nein, Schrei ist gut. Gut. Gift haben wir überstanden. Was wir nicht überstehen werden, ist der Angriff von da unten. Es sei denn, wir hauen jetzt richtig zu breit da unten und überleben den oberen Angriff da von dem. Was sehr unwahrscheinlich jetzt. Außer wir machen Abfangmanöver. Hm. Feuriger Schlag weg. Sturmschlag wird reichen. Brandgefährlich kommt weg. Brandgefährlich kommt weg. Feuersbrunst. Nicht so schön. Gut. Nummer 1. Zurückgeschreckt. Sturmschlag. Da unten ist weg. Super. Jetzt überleben wir die Runde zumindest mal. Gut. 1, 2, Moment. Weg. Heißes Eisen, heißes Eisen, heißes Eisen. Hm. Warum mal nicht so? Feuer. Unterm. Hintern. Ah. Der wird irgendjemand töten. Nicht Ulrich. Mist. Großer Mist. Okay, machen wir es mal anders. Brandgefährlich. Flammpeitsche, Feuersäule. Kriegen das Barrierenfeld rein. Und Ulrich wird ja nächste Runde wieder leben. Ich hoffe, es sind immer nur drei Runden und nicht zu viele. Denn noch mehr Runden überleben wir, glaube ich, nicht. Großartig. Snackpause. Gut. Ja, Hieb. Abfangmanöver. Ja. Klingt nicht schlecht. Mehr und mehr Schaden. Das wollen wir. Oh oh, Tobsucht. Er ist ein Angriff. Er hat verstanden den Rückstoß. Oh, das Rip.
Aua. Bisschen zu viel Schaden, mein Freund. Hoffentlich kann sie ihn noch umhauen. Komm schon. Ah, eine Runde brauchst du auf jeden Fall noch mindestens. Frontale Hieb. Nehmt ihr das? Oh, hat gerade so gereicht. So ein Mist aber auch. Ah, das ist gemein. Und wir starten komplett am Anfang. And circuses. Und ein neuer Versuch. Diesmal mit Items. Diesmal werde ich die Items nicht vergessen. So. Dreimal Elektro. Ja, das sollte gehen. Und leben. Wir wissen, was in den drei Runden vorkommt. Wir wissen, was generell vorkommt. Es sollte es eine gute Möglichkeit geben, ein bisschen was aufzusparen an Gegnern. Oder an Sachen, die auf uns zukommen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ach, sowas aber auch. Er hat überlebt. Wow. Krasser Typ. Gut. Es macht den Anschluss an Copernica mehr Schaden. 50% mehr. Es sollte, wenn wir es richtig einsetzen, reichen, um alle zu töten. Na dann. Los geht's. Schauen wir mal, was es so kann. Eine Mana-Barriere. Ein Todespuls. Mit ordentlich Angriff. Hoi, hoi, hoi. Und mit ins Herz. Dunk. Passt. Nicht schlecht, die beiden. Tara und Tain. Runde 1 überstanden. Runde 2. Diebstahl, Gedankenraub. Ia-Hieb. Ia-Hieb. Sturmschlag. Ach, sie ist widerstandsfähig gegen Elektro. Na gut. Gift. Wedeln. Gift. Okay. Ist schon mal böse. Nicht nett. Naga, Diebstahl. Ist sie gegen Arkan schwach? Nee, denen sind gegen Arkan schwach. Das wissen wir ja. Wir haben eine große Schwäche gegen Arkan-Zeugs. Vielleicht soll ich meine Barriere ranholen. Wenn ich einen bekomme. Ja, ich bekomme einen. Super. Einmal das hier, einmal da. Einmal da. Wir müssen die Naga raushauen. Ein Schild. Bisschen Schaden. Bisschen Schaden. Und Schild. Oh, die Kombination. Ist aber nicht gerade nett. Also gut. Gewitterwolke. Nachsturmbringer. Wird großen Schaden anrichten. Diebstahl. Was brauchen wir nicht? Kilovolt. Schlaf. Richtet Schaden an. Eigentlich zum Schlafen bringen ist nicht schlecht. Dann machen wir mal einen Gedankenraub. Machen mal einmal Schlaf. Nee, wir machen Gedankenraub auf den da. Machen Schlaf den oberen. Aha. Doch, Schlaf den oberen. Und anschließend eine Faszination. Um dem Gift entgegenzukommen. Wir müssen hier ein bisschen Saver spielen. Weil wir aber die Runden weg gut nicht geheilt werden. Natürlich die beiden. Gemein. Das macht nicht schon mal mehr Schaden. Und dann sind natürlich
schön wegge... Ne? Schön weg vom Fenster. So eine Sauerei. Gewitterwolke. Was macht Gewitterwolke noch gleich? Treffen ein weiteres Mal. Wir gehen da zufällig. Machen wir Kilovolt auf die hier. Doch, auch mal mit dem Scheiß immer da drauf. Gut. So, Todespuls haben wir da. Das ist schon mal gut. Das könnten wir auch einsetzen, wenn wir denn einmal ein Dinges bekämen. Der kann weg. Der kann weg. Wir können es nicht machen. Leider. Doch, wir können es machen, theoretisch. Komm schon. Diebstahl. Machen wir nach ein Gold hier unten. Und Diebstahl einmal hier oben. Das Leid des einen ist des anderen Freud. Pieks. Dankeschön. Pieks. natürlich. Okay. Arcana-Schock. Jetzt, wo ich Mana-Barriere bekomme, um was Schönes zu kommen mit einem Todespuls, ist natürlich doof. Wird es doppelt ausgelöst, wenn ich zwei Gegner verschrotte? Dann wäre das massiv krass. Ansonsten kann das mal weg. Ja, Hieb. Den da oben. Nach Geisteswindes. Na dann. Mal schauen, ob es reicht. Sollte reichen. Ja. Wurde nur zweimal ausgelöst. Und nicht dreimal. Heißt, Multikills zählen nicht. Okay. Runde 3. Wird es kommen sehen? Ich jedenfalls nicht. Er ist nicht vorbei. Runde 3. Gut. Zunächst einmal. Gedankenraub ist schön. Diebstahl ist schön. Na, Sturmschlag nicht so schön. Todespuls. Der ist sofort am Anfang. Es ginge auch. Es ginge tatsächlich auch. Aber das nächste Mal machen wir das hier. Schlaf auf den Großen. Sobald er denn schlafen kann. Ich habe nicht darauf geachtet. Kann er schlafen? Bitte. Ja, er schläft. Super. Ah, natürlich. Okay. Okay. Als nächstes mal den Goblin unten raus. Dann gibt es eine bitte Barriere. Beschleunigen. Na, ah, kein großer Schaden. Wedeln. Gift. Natürlich. So. Todespuls. 1. Diebstahl. Diebstahl auf eine Wunde könnten wir machen. Und eine Faszination hinterher. Ja, machen wir so. Einmal gepiekst. Einmal gepiekst. Und die Vergiftung drauf bekommen. Beides. Super. Wir jetzt eine große Menge Schaden bekommen, die Olle. Den Goblin werden wir einfach durch den passiven Schaden des Todespulses umhauen. Das Skillband brauchen wir nicht. EI-Hieb, der da oben. Statik. Können wir machen. Arcaner Schock auf den da oben wäre auch nicht schlecht. Das wird seine Abwehr senken und großen Schaden anrichten. Oder ich mach das so. Ja. Nimm einen Klingenhagel mit. Für den großen, großen Schaden. Hoffentlich alle auf den da oben. Erstmal ein Crit. Nice. Auch ein Crit. Kein Crit, meine ich. Schon mal guten Schaden. Snackpause macht er. Versteinern. Ach, natürlich. Die können mir nie was Tolles lassen da unten, ne? Die armen Kleinen. Immer auf die Kleinen.
Fieslinge, ihr. Gut, dann halt noch eine Runde, wo ich halt ein bisschen sparen kann. Diebstahl. Diebstahl brauche ich. Arcana Schock kommt weg. Gewitterwolke. Ja. Die Nagel wird wahrscheinlich draufgehen. Das heißt, wir ziehen schon mal hier was ab. Und verstärken es einfach mit der Gewitterwolke. Einmal. Zweimal. Uiuiui. Ui. Schick. Sie kommen gar nicht mehr zum Zug. Au. Gut, der Todespuls wird zweimal ausgelöst. Machen wir den mal auf Oryk. Greifen dann noch einmal mit Diebstahl auf den da oben. Und Todespuls. Das wird wehtun. Ich hoffe, der oben hat eine Schwäche dagegen. Hab gar nicht darauf geachtet. Pieks. Danke fürs Geld. Ui, ganz schön viel. Oh ja, der hat eine Schwäche. Aber nicht so knapp. Oh oh. Au. Au, au, au. Gut, kein Platz für Narrengold, kein Sturmbringerplatz. Arcana Schock kann weg. Wobei. Arcana Schock könnte ihn sogar rausnehmen. Narrengold kommt weg. Geist des Windes. Hat keine Schwäche dagegen, ne? Mal Sturmschlag weg. Arcana Schock schon wieder. Die Faszination kann auch weg. Kein Glück. Es kann theoretisch reichen. Wenn es einen großen Schadenswert macht. Nö. Ei, Witzka. Eine Menge Schaden. So eine Menge Schaden. Aber der Typ ist down. Killband. Oh. Wenn ich nicht killen würde, könnte ich mich sogar eventuell heilen. Aber ich werde ihn killen. Schade. Allein durch den EI hebt er ja große Schwäche jetzt gemacht. Bam. Schade, eine Heilung hätte ich mit Geld mitgenommen. Dann mal schauen, was Runde 4 bringt. Oder was ist? Aha, es war schon. Wow. Unsere Helden besiegten all ihre Kontrahenten und eroberten das Kolosseum. Ja. Also, wo befindet sich das Necromotorikon? Abgemacht ist abgemacht. Bob hat es. Er hat es schon ewig. Angeblich benutzt es dazu, seinen Mondsaft herzustellen. Typisch Druiden, nicht so ungut. Ich verstehe schon. Er verpasst uns allen einen schlechten Ruf. Ich meine, ich verkaufe ihm Körperteile. Aus irgendeinem Grund brauchte er eine ganze Menge davon und hat mir im Gegenzug einen Drachen versprochen. Dieser schleimige Betrüger. Ich denke, es ist ihm an der Zeit, ihm ein paar Schrauben zu lockern. I. Der Mondsaft ist I. Bot und Spiele. Als sie erkennen, dass sie getäuscht worden sind, machten sich unsere Helden auf, dem lügenden Druiden die Schrauben zu lockern. Das Kolosseum der Verdammten. Du kannst jetzt zwischen den Kapiteln das Kolosseum der Verdammten besuchen, um Kampfherausforderungen zu bestreiten. Sie sind schwieriger als die meisten gewöhnlichen Kämpfe, aber gewähren bei Erfolg fantastische Belohnungen. Du erreichst das Kolosseum über die Kapitelauswahl. Okay.